Nein, es ist mein erstes Mal in Innsbruck und ich bin wirklich begeistert von der Stadt. Wie ich eben schon sagte, nicht nur für mich als Filmemacher, sondern auch für mich als Privatmensch ist es eine tolle Erfahrung, die verschiedenen Seiten von Innsbruck kennenzulernen. Nicht nur die Altstadt, nicht nur das pittoreske alte Innsbruck, sondern auch das moderne Innsbruck und natürlich die Landschaft, die Natur drumherum ist natürlich für jemand, der nicht aus dem Alpenraum kommt, natürlich faszinierend, immer wieder. Die Region Innsbruck ist für mich ideal für einen actionreichen Krimi, weil sie so abwechslungsreich ist und weil man wirklich mit den zwei Seiten der Medaille, weil man damit sehr gut spielen kann, nämlich die Schönheit der Berge genauso wie die Gefährlichkeit, dann auch die Schönheit der Stadt, das pittoreske Innsbruck, genauso wie die dunkle Seite der Stadt, was auch für einen Krimi natürlich sehr hochinteressant sein kann. Das ist eigentlich eine ideale Spielwiese für uns hier. Nein, wir hatten tatsächlich wirklich Glück mit unserem Timing. Wir haben ein ideales Timing gehabt, haben direkt die ersten beiden Drehwochen sind wir in die Berge gegangen, weil wir natürlich auch vorgewarnt waren, dass es knapp werden könnte mit dem ersten Schnee, was auch tatsächlich dann so eintrat. Wirklich nach unserem letzten Drehtag im Hochgebirge hat es dann angefangen zu schneien und dann wäre es wirklich schwierig geworden. Wir hatten sehr viel Glück, wir hatten tolles Wetter da oben, tolle Ausblicke und es war relativ reibungslos in den Bergen. Ja, lief gut. Ja, wenige. Ich hatte sie und habe dann natürlich auch versucht, mir einiges in Innsbruck anzuschauen. Das war leider zu wenig, aber ich freue mich auf mehr. Ich war ja viel auf HFLK und ich war noch nie so hoch, glaube ich. Bin nicht der große Wanderer und der große Kletterer, aber das war großartig, auch die Stadt zu sehen. Und das einmal war ich abends essen in der Innenstadt, in der Altstadt. Und die gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass wir weiter drehen, dann kann ich noch ein bisschen mehr von Innsbruck sehen. Also für die Dreharbeiten das erste Mal jetzt hier tatsächlich in Innsbruck. Ich war zwei Wochen davor mal da, um ein bisschen Klettern zu üben, damit ich mal auf HFLK bin. Gute Frage. Also ich finde, dass manche Aussichten auf HFLK oder Mittelstation so aussehen, als wäre es nicht echt. Das ist so extrem, dass ich das manchmal nicht fassen kann, dass das keine Fototapete ist. Das ist wirklich extrem. Also, aber toll. Toll. Es fehlt nur manchmal das Meer. Und der Strand. Ja, jetzt alles, natürlich. Aber nee, es ist wirklich aber manchmal so, dass wenn ich bin noch einmal Heli geflogen, das ist unfassbar, auch der Ausblick dann auf Innsbruck und in die Stadt, dann die Inn. Toll.